Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werdet ihr lernen, wie man die Seitenränder in einem Word-Dokument ändert. Bevor wir starten, nehmt euch einen Moment, um unser Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Standardmäßig sind bei Word alle Seitenränder auf 2,5 cm eingestellt, bis auf der untere, der liegt bei 2 cm. Um sie zu ändern, klickt in eurem Word-Dokument ganz einfach oben auf Layout und danach auf Seitenränder. Hier werden uns sofort unterschiedliche Einstellungen angezeigt und oft findet man hier schon genau, was man sucht. Klicken wir auf Benutzer definiert, können wir unsere Ränder auch manuell einstellen. Hier haben wir mehr Optionen. Es lassen sich alle 4 Seitenränder separat einstellen. Als Beispiel ändern wir einfach alle Abstände auf 2 cm. Wenn man zum Beispiel ein Buch binden möchte, kann man den Bundsteg beliebig anpassen. Geben wir hier ebenfalls 2 cm an und sehen, was passiert. Ihr könnt verschiedene Formate auswählen, wenn ihr zum Beispiel einen Text für ein Buch oder eine Broschüre bearbeitet. In der Vorschau ist ganz gut zu erkennen, welche Funktion sich für welches Format eignet. Natürlich kann man seinen Text auch in Square-Format legen oder die Bundstegposition verändern. Für Klemmbretttexte würde man den Bundsteg zum Beispiel oben anlegen. Ihr seht also, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Im Layout-Tab könnt ihr zum Beispiel die Ränder für den Header und Footer eurer Seite anpassen. Schreibt uns gerne eure Fragen in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch kurz Zeit, um es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.